Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährung mit Alex. Heute mit einer angeschlagenen Stimme. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich gebe mein Bestes, euch die Infos zu geben, die ihr braucht. Und wir werden heute einfach mal wie immer schauen, was hat sich auf coinmarketcap.com getan. Link wie immer in der Beschreibung. Hier sehen wir uns die aktuellen Kurse an. Wir schauen uns mal die Top 5 an. Allerdings gehen wir heute vor allem auch mal darauf ein, was passiert eigentlich neben dem Handelsplatz? Was passiert neben den Kursen am Markt? Und da möchte ich euch vor allem zu Bitcoin eine Info geben und zu Ethereum. Ihr könnt gespannt sein. Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach mal und gucken uns mal den Bitcoin diese Woche an. Ja, die Anzeige hier ist immer ein Dollar, deshalb müssen wir mal so ein bisschen im Geiste umrechnen in Euro. Wir schauen uns mal die letzten 7 Tage an und haben am Anfang der Woche quasi gestartet mit der Sonntagsvorlage von letzter Woche bei ungefähr 2.200 Euro. Der Bitcoin hat sich danach wieder ein bisschen gefangen. Wir waren in der Woche sogar wieder weit über 2.350 Euro. Und das zog sich eigentlich so hin bis zum Freitag. Seltsamerweise ist seit den letzten 4 Wochen, ganz besonders am Freitag, immer zu beobachten, dass die Kurse einbrechen. Was aber sehr untypisch ist, weil im Verhältnis zu Börsen, die nur die gewisse Öffnungszeiten haben, ist beim Krypto-Trading eigentlich 24 Stunden lang die Börse geöffnet. Woran mag es also liegen? Man kann nur spekulieren. Ich glaube nicht, dass die Privatanleger am Wochenende Pause machen. Ich glaube vielmehr, dass die Banken, die am Wochenende nicht arbeiten, verantwortlich dafür sind. Denn die handeln natürlich mittlerweile auch immer mehr mit Kryptocoins, ganz besonders auch mit Bitcoin und Ethereum. Und das wird vermutlich dazu führen, dass an den Tagen, wo sie geschlossen haben, die Kurse generell etwas einsacken, weil eben kein Support von den Banken kommt. Ja, so kann ich mir das persönlich erklären. Solltet ihr irgendwelche anderen Gründe dafür wissen, gerne her mit den Infos und ab in die Kommentare damit. Ja, ansonsten gucken wir uns auch nochmal an, wer es sonst in die Top 5 geschafft hat. Wir haben also neben Litecoin, mein Silber des Bitcoins, wenn man so will, haben wir gesehen, dass er sich jetzt hier eingeschlichen hat in die Top 5, genauso wie Ethereum Classic. Allerdings muss man fairerweise sagen, gerade so ab Platz 5 seht ihr schon, die Marktkapitalisierung liegen dicht beieinander. Dash hat diese Woche enorm zugelegt. Ich glaube, Dash war vor 6 Wochen noch auf 70 Dollar. Jetzt sind wir auf über 178 Euro. Also Wahnsinn, wie Dash zugelegt hat. In meinem anderen Video, in dem ich euch erkläre, wo die Unterschiede der beliebtesten Coins sind, erzähle ich auch ein bisschen was zu Dash. Könnt ihr euch ja mal ein Bild drüber machen und da könnt ihr auch ungefähr herausfiltern, warum es so erfolgreich ist. Ja. Genau. Ich gehe jetzt bewusst mal nicht zu tief rein in das ganze Thema. Ihr könnt euch die Charts hier immer gerne anschauen hier. Wichtig nur noch mal zu wissen, generell hat sich der Markt deutlich geschwächt. Das liegt allerdings meiner Meinung nach daran, dass es eine kleine Marktkorrektur gab vor einigen Tagen und vor allem, wie kurz davor steht, dass Bitcoin seine Blockchain verändert, beziehungsweise, ja, wenn man so will, einfach ausgedrückt, ein großes Update macht. Und dieses Update nennt sich SegWit. Und SegWit soll dafür sorgen, dass die Blöcke schneller arbeiten, dass das Ganze einfach noch ein Ticken sicherer wird. Und hin und wieder wird einfach auch mal die Blockchain sozusagen gefeilt, ja, wird ein bisschen was geschliffen, damit es noch runter wird. Und das sieht wie folgt aus. Ab dem 14. Juli beginnt die ganze Geschichte, also da beginnt die Umsetzung und man verändert dementsprechend dann Stück für Stück das System und passt es in einigen Tagesintervallen dann an. Ja, ihr seht hier ganz genau Schritt für Schritt, was wann wie passiert. Für uns ist eigentlich so der nächstwichtige Moment und zwar der 1. August. Bis dahin soll das sogenannte BIP 148 aktiviert werden. Das ist eben die Veränderung. Und ab dann sollte definitiv jeder von euch all seine Coins oder bis zum 1. August all seine Coins im Bitcoin-Bereich, also alle Bitcoins, die ihr besitzt, die ihr gerade noch aktuell auf Börsen habt, wie Kraken, Poloniex, Bittrex, egal wo auch immer ihr die habt, seid euch dessen bewusst, dass die Wallets, die ihr dort habt auf den Börsen, nicht eure hundertprozentigen eigenen sind. Also ihr habt keine Private Key. Und der Private Key ist entscheidend dafür, dass ihr die einzigen seid, die auf dieses Wallet zugreifen könnt. Ja? Deshalb empfehle ich jedem von euch, der Bitcoins besitzt, dass er bis zum 1. August sicherheitshalber seine Bitcoins auf ein privates Wallet setzt, dessen Private Key Inhaber man auch ist. Ja? So könnt ihr sicher sein, dass die Bitcoins auch wirklich bei euch bleiben und durch die Umstellung nicht aus irgendeinem Grund irgendwas abhanden kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Haftungslage ist. Ich will es auch lieber nicht ausprobieren. Deshalb mein Appell an euch, spätestens bis 1. August bitte jeder ein eigenes Bitcoin-Wallet, wo ihr auch den Private Key habt. Druckt euch die Paper-Wallets aus, packt sie in Safe, dann habt ihr die Daten immer bei euch oder immer verriegelt.
Aber wichtig ist, dass ihr die Coins von den Börsen zieht. Ja. Okay, genug Angst gemacht, aber es ist wichtig, dass ihr das einfach mal wisst. Ihr könnt hier diese Sacred Timeline, packe ich euch auch mal in die Beschreibung, könnt ihr gerne mal schauen, wann was eintreffen soll. Ganz langsam. Okay. Ja, das also dazu. Das zweite Thema, was den Bitcoin betrifft, ist ein sehr spannendes Thema. Und zwar hat die spanische Firma Bitnovo angekündigt, jetzt direkt 4000 neue Automaten aufzustellen, die es ermöglichen sollen, auch Menschen, die jetzt nicht so internetaffin sind und Lust haben, sich auf allen möglichen Börsen anzumelden, Bitcoins zu erwerben. Ihr braucht lediglich eine Wallet und dann könnt ihr mit Bargeld, sprich mit Schein oder mit EC-Karte dort einkaufen. Ihr könnt also direkt Bitcoins quasi mit eurem Bargeld 1:1 umtauschen und habt dann sozusagen ganz viele kleine Börsen überall verteilt in Spanien. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Startprojekt. Ich denke aber mal mittelfristig werden alle Länder mitziehen. In Deutschland gibt es in Berlin zum Beispiel auch so einen Automaten oder in München, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und diese Automaten ermöglichen halt, dass deutlich mehr Geld in die Kryptowelt einfließen kann, weil jetzt plötzlich die breite Masse angesprochen wird und einfach damit umgehen kann. Natürlich aktuell nur mit Bitcoin, weil Bitcoin so wirklich gefühlt die bekannteste Währung ist. Demnach fängt man damit an als Pionier und wir gucken mal, wohin das Ganze läuft. Es müsste eigentlich dazu führen, dass deutlich mehr Geld, deutlich mehr Marktkapitalisierung erreicht wird und dass eigentlich durch solche Projekte der Bitcoin-Preis steigen sollte. Ja, nicht ganz so schön ist dagegen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, bei Ethereum, ich habe auch kurz darüber berichtet, gab es einmal einen sogenannten Flash-Crash. Also der Kurs ist innerhalb von kürzester Zeit auf wenige Cent eingebrochen. Das bedeutet natürlich, einige Glückskinder haben gerade in dem Moment getradet und konnten sehr, sehr günstig an Ethereum kommen. Die Ethereum-Händler sind natürlich sehr verärgert darüber, weil einige von ihnen natürlich durch diesen kurzfristigen Kursrutsch auch enorme Verluste hinnehmen mussten. Und das führt dazu, dass jetzt die große Börse Kraken, sicherlich mit Abstand eine der bekanntesten in Deutschland gerade, wurde dementsprechend jetzt mit einem sehr großen Prozess jetzt verklagt. Und man beklagt hat gegen Kraken auf Schadenersatz und vor allem auf Stellungnahme zu dem ganzen Thema. Ich bin sehr gespannt, wie der Prozess läuft. Ein Prozess in diesem großen Stil habe ich persönlich jetzt noch nicht so mitbekommen. Deshalb bin ich mal gespannt, was da für Urteile gefällt werden. Und ich halte euch dazu stets auf dem Laufenden. Gut. Ja, da sind wir eigentlich schon am Ende unseres Wochenreports. Kurzer Satz nochmal zu Ripple. Ripple macht sich momentan auch nicht besonders. Mag wohl daran liegen, dass generell der Markt ein bisschen beunruhigt scheint. Die einzige Währung, die richtig Gas gegeben hat diese Woche, war Dash. Ja, also dazu, wie gesagt, noch gerne ein paar Infos in meinen anderen Videos saugen. Ansonsten sind wir soweit durch. Ich will noch eine Kleinigkeit erwähnen, und zwar ist gestern Nacht ein neuer Coin an die Börse gegangen, und zwar Tenex. Tenex hat die sogenannten Pay-Token, deshalb auch hier Pay, als Abkürzung auf den Markt gebracht. Tenex ist ein Projekt, bei dem quasi jeder, der einen Coin hält, nicht nur mit dem Coin handeln kann, sondern ähnlich wie Aktien ein Teil der Firma hält. Und somit macht ein Pay-Token natürlich Sinn, dass man ihn hält. Und dieses neue System, diese neue Idee finde ich mega spannend. Ich selbst habe mich auch schon ein wenig eingekauft. Ich glaube halt daran, dass solche Systeme sich durchsetzen, weil sie einfach sehr, sehr sozial aufgebaut sind. Es ist sehr transparent. Jeder kriegt eine gewisse Gewinnausschüttung. Man wird daran partizipiert, wenn viele Transaktionen mit Pay-Token getätigt werden. Und ihr habt quasi immer so eine kleine Einnahme, nur weil ihr die Token haltet. Also generell solltet ihr es natürlich erst einmal beobachten, euch noch deutlich schlauer machen, guckt euch Videos dazu an oder auch gerne ein paar Berichte. Aber ich finde, das ist so ein kleiner Coin mit großem Potenzial und wir beobachten das Ganze mal. Gut, das war's von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, gerne in die Kommentare. Dieser Kanal lebt davon, dass ihr mir auch Infos gebt, die ihr vielleicht gerade aufgeschnappt habt. Lasst uns gemeinsam das ganze Ding erfüllen mit Content. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen richtig geilen Abend. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten bis bald. Ciao.